Hallo mal wieder, liebe Bastelfreunde. Sebastian hier von Dev for Models. Ja, willkommen zu einem neuen Video hier zum Fiat 126P. Lange Zeit gab es nicht, ist richtig. Ich habe die, glaube ich, die letzten zwei oder letzten drei Monatslieferungen immer so für mich ein bisschen alleine gebaut, ohne die Videos zu drehen. Mir war einfach nicht so danach, das jetzt extra die Kamera hinzustellen für ein paar Details, weil das Modell ist jetzt aber, muss ich ehrlich sagen, jetzt in den Aufrufzahlen jetzt einfach nicht so der Brüller. Deswegen dachte ich, okay, muss ich jetzt nicht explizit ein Videomaterial drehen, zumal ich das Modell ja auch selber bezahle. Also ja, eigentlich für mich selber eigentlich baue und jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, im Auftrag. Aber ich möchte trotzdem mal wieder dran teilhaben lassen, denn das ist jetzt quasi so, wir machen heute die ersten drei Beutel von sechs Beuteln aus der Lieferung 22 von 24. Also das ist jetzt quasi die drittletzte Lieferung, die jetzt hier zu den Modellen eintrifft. Und ja, ihr könnt natürlich schon sehen, dass sich hier an dem Modell einiges getan hat. Bis zum Beispiel hier die Kofferraumklappe ist drin, dann wurden hier die Stoßstangen vorne und hinten schon montiert, die Motorenklappe ist eingesetzt, dann hier der Anhänger, seht ihr hier, der ist schon komplett mit Bodenwanne und diesen ganzen Sitzbänken, Schrankdetails, den Tischen schon komplett zusammengebaut. Dann sind hier auch, der Tisch ist aus Magnet, so Tassen, Teller, eine Teekanne ist dabei, eine Blumenvase und als dritte Baustelle angefangen ist jetzt quasi einmal das Trägergestell für den Anhänger. So, und dann natürlich noch, machen wir jetzt natürlich gleich als allererstes, die erste der zwei Türen ist auch angefangen, ne? Da habe ich jetzt hier schon die äußere und die innere Schale und da kommt jetzt im heutigen Video einmal die Scheibe noch einmal reingesetzt, dann hier mit Zahnradgetriebe, das kennt man ja von diversen anderen Schraubmodellen, dass man die Scheibe dann später hier über die Fensterkurbel hoch und runter schieben kann. So, dann im zweiten Beutel sind kleine Figuren, also so Wackeldackel, die wir dann noch hier ins Modell, noch in das Auto mit einsetzen können. Und im dritten Beutel für das heutige Video werden wir noch mit der rechten Tür, also mit der Beifahrertür, noch anfangen. So, damit gibt es erstmal genug Baustellen. Im zweiten Teil oder im zweiten Video quasi dann mit den nächsten drei Beuteln werden wir dann das Ganze hier noch ein bisschen an der Tür hier weiterarbeiten und dann weiß ich jetzt gar nicht, was noch alles drin ist, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, ihr kommt erstmal einen Schritt näher ran, lasst gerne noch ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da. So, also für die, wo das Modell hier mitbauen, nehmt euch hier die Innenschale von der Fahrertür. So, dann tun wir uns mal schon die Schrauben hier so recht sortieren. Und wir brauchen als erstes eine BP-Schraube. Ich muss gerade mal schauen, was wir dafür ein Teil anbauen sollen. Raus. So, da müssen wir jetzt mal schauen, was jetzt hier oben reinkommt. Das Bauteil kommt sicherlich hier oben rein, der Form nach, genau. Und wir brauchen als erstes das Bauteil für diese Stelle hier. Und zwar ist das jetzt hier dieser kleine silberne Griff. Genau, so, der kommt jetzt hier reingesetzt und wird von der Rückseite mit einer BP gesichert. So, dann sollen wir hier auf der Rückseite bleiben und die Zahnräder einsetzen. Jetzt wollen wir gerade mal schauen,
Genau, wir haben jetzt nämlich hier zwei gleiche und eins, wo ein bisschen die Kante abgefräst ist. Das braucht man dann entsprechend für den Griff, denn der hat auch so eine Fräsung drin. So, das kommt da drauf. Die anderen kommen. Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Man sieht es natürlich wunderbar auf der Anleitung, welche Seite da wohin kommt. Denn die haben die silbernen Teile fast weiß in der Anleitung dargestellt. So, aber ich vermute, dass das Ganze hier so hinkommt. Mal gucken, ob das hier verschiedene Größen sind. Ne, ist gleich. Dann ist es wurscht. So. Gut, da kommen jetzt KP-Schrauben drüber. So, danach soll jetzt das Scheibchen hier eingesetzt werden. Und dann gibt es jetzt hier noch so eine kleine Kurbel dazu, also so ein Griff. Der kommt jetzt noch hier in die Scheibe rein. So. Okay, jetzt kommt die Scheibe. Finde ich hier auf jeden Fall mal interessant gelöst, dass die Scheibe hier auf der Seite hier wie so ein Zahnkranz hier perforiert hat, der direkt hier über die Zahnräder läuft. Also nicht wie bei den anderen, dass man hier so eine Mechanik drunter baut, sondern hier liegt die Scheibe direkt am Zahnrad dran. So, und dann soll man das Ganze jetzt hier schon zusammensetzen. So, und dann mit 1, 2, 3 mal BM.
So, dann kommt jetzt hier oben eine MP-Schraube rein. Und genau hier an der Seite auch nochmal zwei. So, und dann geht es jetzt an den Einbau. Dafür muss ich jetzt kurz umschalten. Also ich hole jetzt einmal die Karosse her und dann können wir die Tür gleich einbauen. So, wir hängen die Tür jetzt hier einfach in das Schloss hier so ein. So, und dann sehen wir schon, dass jetzt hier die Halterung rausguckt. Da brauchen wir jetzt eine JM-Schraube. Jetzt ist sie verschwunden. Da ist sie. So, so ein bisschen freihändig machen alles. Wunderbar. Schloss funktioniert. So, ich habe jetzt hier noch die rechte Tür vorbereitet. Also hier sprich 1, 2, 3 mal so wie so Tesafilm oder was drauf gebracht, dass hier später, dass wenn man die Scheibe runterkurbeln möchte, die hier nicht auf dem Metall schabt, dann hier das Türschloss angebaut. Ja, also nichts Bewegendes und ja, davor gerade eben noch hier rechts und links die Schlösser hier eingebaut, ne, dass die Türen auch zugehen. Und der letzte Schritt, den wir jetzt zusammen machen, ist am Anhängerboden das erste der zwei Räder montieren. Und zwar gehen wir dafür auf diese Seite hier. So, da gibt es hier so eine weiße Unterlegscheibe, eine Bremsscheibe, eine Schraube SM und das Rad. Hier habe ich auch das Luftventil schon eingesteckt, die Felge auch schon zusammengesetzt. So, und dann kommt das Ganze jetzt hier so drauf. Halt, vorher muss die Scheibe drauf, sonst geht es nicht. So, die wird hier auf diesen kleinen Stift hier außen drauf gesteckt. Dann kommt das Rad, halt andersrum. So, und dann müssen wir jetzt hier den Ring einmal reinlegen und anschließend die Schraube SM da reindrehen. So, ich öle die nur gerade mal an und stecke sie rein. So, und dann können wir das jetzt hier festschrauben. So, ne? Und da, zack. So, ihr Lieben, und das war es auch schon wieder zur heutigen Videofolge hier mit dem Fiat 126p. Ich roll gerade noch den Bodenwagen, die Bodenplatte hier ein bisschen auf dem Einrad hin und her. Ja, viel ist nicht passiert, aber es nimmt langsam Form an. Linke Tür ist jetzt komplett eingebaut. Dann habe ich die
rechte Beifahrertür schon soweit vorbereitet, dass wir im nächsten Video schon das Innenleben vorbereiten können. Und ja, am Anhänger gibt es zurzeit nichts zu tun. Die zwei, sag ich mal, die zwei Wackeldackel hier, da einmal der Dalmatiner und der etwas traurig guckende kleine braune Schnuff hier, die legen wir beiseite. Die werden dann später dann auf die, denke ich mal, auf die Hutablage hinten kommen hier im Auto. Bis dahin dauert es auch noch ein bisschen. Deswegen sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen, falls ihr das Modell auch habt. Und sagt daher tschüss und bis zum nächsten Mal.